Und wie war die Nacht? Ja, super. Leute, es war ruhig, es war windstill, es war dunkel. Herrlich. Richtig gut geschlafen, bis morgens waren um 5 oder so, schätze ich, die Hähne angefangen haben zu krähen, pünktlich. Und seitdem haben auch angefangen Autos zu fahren und so, aber die Nacht war sehr ruhig. Ja, und wo sind wir eigentlich? Wir stehen hier auf einem Stellplatz. Hier drüben gibt es Fähr- und Entsorgung, einige Wohnmobilplätze und auf dieser Seite hier auch. Und wir stehen eben hier. Und der Ort ist Castillo de la Frontera. Castellar de la Frontera, glaube ich. Genau. Und jetzt gucken wir mal in den Ort hier rein. Ich glaube, hier gibt es nämlich einen Markt oder eine Markthalle. Ich hoffe drauf. Wir brauchen nämlich Obst. Wir haben nur noch Bananen. Die sind zwar lecker, aber mal gucken. Viel gab es hier nicht. Eine Fleischerei, einmal Gemüse, einmal Fisch, glaube ich. Aber wir haben ein paar Orangen mitgenommen. Die sind meistens gut in so kleinen Läden. Das sind doch, ja, die schmecken in der Regel als gut und kosten auch nicht viel. 3 Orangen, 45 Cent. Ist doch super. Das ist so ein bisschen das Zentrum hier, so ein ja, Stadtkern, Dorfkern, ein Brunnen, das Rathaus steht hier hinten dran, Kirche, Pavillon, Cafés, ein paar Cafés, die Bank, ja, einfach so das Herz vom Dorf und ja, total ruhig, einfach ein ganz entspannter Ort und das ist cool, gerade der Stellplatz und ein schöner Ort dazu, was will man mehr? Also, der Ort hier hat 3000 Einwohner. Das merkt man auch, dass es total wenig ist. Wir haben hier eine Karte gefunden mit richtig viel Wanderwegen. Und hier gibt es auch so ein Castillo. Man sieht es hier am Horizont auch schon liegen. Aber es ist ein bisschen weit zum Laufen und wir werden da mal hinfahren. Irgendwie 6 Kilometer oder so. Und werden mal gucken, was man dort alles anschauen kann. Und wir sind immer noch im Parque Natural Los Alcornocales. Also vom letzten Video. Ja, immer noch dieser Naturpark. Ja, aber jetzt halt auf der anderen Seite, ne? So. Und wie war der Kaffee? Ja, war lecker. Americano gehabt, bisschen in der Sonne gesessen. Wir sind, glaube ich, beide verbrannt. Und jetzt gehen wir mal gucken. Wir fahren mal ein Stück, weil Castellar de la Frontera hat seinen Namen wahrscheinlich nicht wegen nix. Es gibt auch ein Castillo hier in der Nähe. Und da fahren wir jetzt mal hin und gucken uns mal an. Das ist doch cool. Die Straße war ein bisschen abenteuerlich hier hoch, ziemlich knapp. Ich glaube, also als die Geländewägen entgegenkamen, hat man noch so viel Spiel. Und natürlich zweiter Gang, mehr ging nicht. Anfang ging im dritten. Und jetzt sind wir hier oben, jetzt gehen wir gleich mal da hochlaufen. Ober, die tolle Aussicht hier auch. Ja, richtig schöne Ecke hier. Der hat den Entspanntheitsmodus dran. So, jetzt laufen wir das kleine Stückchen zum Castillo Fortaleza und es sind irgendwie 300 Meter von dem Parkplatz, 350 Meter, geht ziemlich steil hoch und hier stehen auch Autos, total komisch, die sind natürlich auch hierher gefahren. Und Wohnhäuser irgendwie oder eins haben wir jetzt schon identifiziert und beim Weg hoch auch, also hier wohnen irgendwie auch Leute. Das scheint so ein historisches Dorf oder so zu sein, die ein bisschen alt erhaltene Häuser haben irgendwie. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und man hat hier voll die Rundumsicht. Bin mal Wahnsinn, gespannt, wie es gleich vom,
von der Festung oder von dem Schloss da noch aussieht. Die Festung hier, die wurde gebaut im 10. Jahrhundert, beziehungsweise da wurde mit angefangen von den Arabern. Und im 13. und 14. Jahrhundert wurde das aber nochmal angepasst, hat dann so ein bisschen die heutige Form erhalten. Wenn man hier so durchläuft, das ist eben dieses Fort, diese Burg oben und dann drumherum aber noch ein Dorf. Diese ganzen Häuser, schmale Straßen, sieht obercool aus. Ganz schön eng, unglaublich. Jetzt haben wir hier gegessen, war oberlecker, kleines Restaurant, haben wir Salat gehabt und was zu trinken. Ja, cool. Fast ganz oben. Man kann beim Hotel unten auf dem Balkon, und da stehen wir jetzt, man kann nicht oben in die Burg rein, das ist vom Hotel geschlossen. Da muss man wahrscheinlich in der Nacht buchen. Hier hat man eine herrliche Aussicht, echt cool hier. Das ist ein richtiger Geheimtipp, wenn man in der Nähe ist, kann man auf diese Burg hoch. Richtig schön, so ein bisschen alt, so mittelalterlich gehalten irgendwie. Schön. Ja, und für uns war es das. Wir sind oben angekommen, dann geht es ab jetzt wieder zurück. Und mal gucken, was wir unterwegs noch alles sehen. Ein bisschen ein Stück links vom Hotel, also wenn man vorm Hotel steht, auf die linke Seite gehen, um so eine Ecke rum, ein Stück runter, gibt es so einen ganz traumhaften kleinen Platz, der so ein bisschen versteckt, und geht es durch so einen schmalen Gang, schön bewachsen ist, auf den Balkon. Von hier hat man wirklich eine tolle Aussicht auf das... auf den Stausee, auf die Berge. Man sieht von hier aus auch den Camper stehen, wo wir geparkt haben. Es ist wirklich traumhaft schön. Heißt übrigens El Balcón de los Amorosos, so der Balkon der Verliebten. Hier ist ein Stück von einem größeren Wanderweg irgendwie ausgeschildert. Muss sagen, ich habe nicht ganz so die Übersicht, aber es ist auf jeden Fall richtig schön, hier so ein bisschen durch das Grün zu laufen. Die Kakteen und Palmen und so, und an den Häusern vorbei. Unglaublich, wo hier überall Häuser stehen. Also richtig schön. Wir laufen hier von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt, und hier ganz hinten sieht man auch schon ganz leicht Gibraltar liegen. Das ist schon so ein kleiner Hint auf unsere zukünftigen Pläne. Aber jetzt geht es erstmal zurück so langsam. Die Sonne geht runter. Und wir auch. Thank you.
Wir sind daheim angekommen. Das ist RV Life. Wir wohnen heute Nacht gerade bei in der Nähe von Gibraltar am Strand. Cool, wa? Was für ein Luxus, Leute. Herrlich. Ja. Echt toll. Ja, so sieht der Platz aus. Ist doch der Hammer. Aber wir stehen heute nicht alleine. Wir haben Gesellschaft. Müssen wir gleich mal gucken, ob er da ist. Jawohl, er ist da. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Level bin. Müssen wir mal gucken, ob ich Level bin. Aber ich glaube. Das weiß ich auch nicht. Von vorne sah es aus, als würde ich leicht ich nach hinten. Weil das Problem ist, wenn ich mit dem Kopf zur Klappe liege und dann geht's runter, da liegt man nicht so gut. Nee. Besser ist, wenn man dann so ein bisschen mit dem Kopf zur anderen Seite liegt. Sind ja, die Probleme im Wohnmobil. Wenn das nur 1-2 Grad sind, geht's, ja. Aber ab einem gewissen Punkt kriegst du dann wirklich so ein Hirn, wenn der ganze Nacht das Blut im Kopf läuft. Ja, das kennen wir. Keile habe ich auch dabei. Ah ja. Halt ja. Ich versuche mit dem kurzen Abstand. Man kann auch einfach einen Sand wegschaben. Genau. Und dann hat man auch schon viel gewonnen. Ja. Es windet ganz schön. Das Auto steht jetzt gerade. Jetzt schauen wir mal bei Valentin hier rein. Hallo zusammen. Moin. Und willkommen in Vals Kosmos. Ja, Valentin ist mit seinem T3 Hochdach unterwegs. Das habt ihr ja gerade eben schon ein bisschen gesehen. Und wir sind hier gerade 2 Tage zusammen unterwegs. Und ja, vielleicht, wenn ihr wollt, schaut mal bei seinem Kanal rein. Ja, ich würde mich freuen, euch wiederzusehen auf meinem Kanal. Ja, cool. Ja, und hier stehen wir also. Ist halt am Strand, ihr habt ja gesehen, wie wir hierher kamen. Sieht richtig toll aus, jetzt ist schon wieder Abend, es kühlt ziemlich ab, der Wind ist kalt und... Ja, ist aber ein super schöner Platz hier, wir haben es richtig genossen, die Sonne hat heute den ganzen Tag geschienen. Ja, genial halt, so ein Strandtag, ne? Ja. Man hat es nicht ganz genau gesehen, es ist jetzt schon der nächste Tag übrigens. Also wir sind jetzt schon einen Tag hier, wir sind angekommen und haben dann, jetzt ist der nächste Abend schon, also wir sind jetzt schon eine Weile hier. Mhm. Und damit beenden wir das Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, wir müssen das mal irgendwie einstudieren. Naja, auf jeden Fall im nächsten Video kommt was Besonderes. Wir gehen auf ein anderes Land mal wieder. Mhm. Ja, hoffentlich kommt ihr mit. Ich würde mal sagen, bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, bis dann. Ciao, Leute.